So, die Fledermaus ist wieder da. Gucken wir mal, was hier hinter der Tür Nummer 1 steckt. Ein Zugang nach oben. Was mich ein bisschen stört im Spiel, das ist immer so linear. Es hat nicht wirklich eine offene Welt. Das besetzt zumindest nicht. Es kann sich natürlich noch ändern. Wir sind ganz am Anfang. Das ist die vierte Episode. Nimm Kontakt mit der Polizei auf. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. Übrigens möchte ich nochmal ganz kurz an dieser Stelle erwähnen, dass ich das Ding tatsächlich lieber im Englischen spiele als im Deutschen, denn die deutsche Synchro sagt mal wieder dicke, fette Monkey Balls. Aber naja, ist halt so. Ja, die Tür ist verschlossen. Wann durch? Vermutlich hier. Hallo. Ja, ganz tolle Leertastenfummelei, um eine Tür aufzumachen. Hätte man sich auch sparen können. Fand ich mit zweiten Teil schon scheiße. Hacken? Hacken. Na gut, hacken wir nochmal. Auch so eine Sache. Der König der Raubbeute persönlich. Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen. Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Ha, das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Batman, rasier dich mal wieder. Also. Oh, du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Also nicht Enigma, nicht Riddler, sondern Enigma. Kenn ich nicht. Flug. Verbot. Lol. Black Mask wird das nicht gefallen. Ist mir doch egal. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. Gut, Tür ist offen. Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Na ja, dann. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. Übersichtlichkeit ist was anderes, meine lieben Freunde. Also ich muss sagen, map-technisch und buttons-technisch ist total verwirrend. Wo soll ich draufklicken? Was soll ich machen? Also ich soll da runter. Und ich bin momentan da oben. Okay. Ja, das ist ja schön. Jetzt gehe ich erstmal durch die Tür. Haben Sie die Kontrolle über den Batwing wiederhergestellt? Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. So sieht's aus. Also erstmal rein jetzt hier, Mann. Dauert auch viel zu lang, dieses ganze Gelaber immer. Unglaublich. Ich will Köpfe einschlagen, wie Enigma das gerade gesagt hat. Hallo. So, muss ich jetzt noch irgendwas machen? Cutscene? Cale Anderson. Wenn ich den Jezebel Plaza erreiche, nachdem der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin nie finden. Also war es das jetzt gerade eben schon. Jetzt gucken wir mal map-technisch, ob es da irgendwas gibt. Map. Na, wie wähle ich denn hier überhaupt die... Ich frage mich immer, warum man die Datenbank da oben nicht anklicken kann. Ach, eine Q und E mache ich das. Ach so. So, genau das wollte ich angucken. Und ich muss jetzt irgendwie da runter, bei Enigma. Und dahin zum... Kann ich nichts anklicken. Warum kann ich hier nichts anklicken? Es ist viel zu viel von der Konsole geklaut. Ich merke es jetzt schon wieder. Ach, das ist doch zum... Ja, da will ich hin. Dankeschön. So. Schnell reisen for the win. Leiten. Und hoch da. So, einmal kurz festhalten und gucken, wo wir hin müssen. Denn ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. X für ein U vormachen. Unten ist irgendwas zum Machen. Da sind jede Menge Schläger unten. Da kann ich mich schon wieder hochfuddeln. Machen wir direkt mal. So. Und da hinten ist auch irgendwas. Und da oben sind die Gargülen und da ist auch wieder irgendwas. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich denn verdammte Axt nochmal hin? Da muss ich hin. Mal ranzoomen. Also ein bisschen nach rechts. Kann ich irgendwie so ein bisschen... Ich kann nicht mal... Navigieren. Wenn ich mich in die Richtung drehe, sehe ich es dann vielleicht besser? Ja, okay. Also ich muss in diese Richtung, wie es aussieht. Ja, das ist schon mal... Ist ja schon mal nicht schlecht. Schwupp. So. Nix da. Ich schnapp mir euch erstmal. Zack, 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 zack. Da!
Da! Da! So, jetzt sind die drei erstmal weg. Verbrechen im Gange ist mir relativ wurscht. Voilà. Und hoch da. So, jetzt ist die Frage, ich muss doch irgendwo hier hin. Bin total am Ziel vorbei, super. Hopp, hoch da, Batman. Das war beim letzten Mal im Übrigen auch schon so das Problem, dass man nicht so ganz genau immer wusste, wo man hin muss. Ich meine, warte, Moment, hier ist auch ein Pfeil. Der plippt doch, wenn man ganz kurz oben guckt. Da muss ich hin. Ausrufezeichen, alles klar, gut. In die Richtung zumindest. Das ist die Frage, ob ich da hoch muss. Also, angeblich muss ich da irgendwie in diese Richtung. Das ist aber auch verwinkelt hier. Das ist unser Revier. Du und deine Crew solltet euch verpissen. Wir sind hier, um es zu übernehmen. Nur über meine Leiche. Mal kurz gucken. Sieht aus wie die Straftat, die laut Polizei von Paris stattfindet. Ich könnte versuchen, sie zu vereiteln. Aber ich muss auch zu diesem Waffendeal beim Jezebel Plaza. Wie war das doch gleich wieder mit den Kugelchen? Explosion, Batclaw. Ah, die 6 war das, genau. Ich mach dich platt! Nix da. Machen wir erstmal hier alles frei. Mach den. Zack. Du hast echt Probleme. Und nochmal ein bisschen einen schönen Kombo raus. Dein Bein brauchst du eh nicht mehr. Mein Schläger, dein Schläger, eure Schläger. Zack. So, Verbrechen weg und ich muss weiter in die Richtung. Also, laufen wir einfach ein bisschen mal über die Straße. Ist eher als frei momentan. So, bisschen Geschwindigkeit holen. Ich fühle mich so eine lange Brücke. Ich bisschen sollte die Greifhakenbeschleunigung einsetzen. Was ist denn Greifhakenbeschleunigung? Leertaste und Leertaste halten. Was war das? Okay. 4 Lichter, die leuchten. Verstehe ich nicht, egal. Vielleicht ist es die Gleiten. Verstehe ich nicht. Hat uns wieder Gegner. Ich hoffe, sie halten sich heute Nacht eher zurück, Sir. Vertrau mir, ich werde diese Killer ausschalten, bevor sie überhaupt wissen, dass ich da bin. Es geht nicht nur darum. Wenn irgendein Kind nachschaut, was da auf dem Dach herumwirbelt, wird es den Weihnachtsmann erwarten. Keine schwarze Fledermaus-Kreatur. Ich trippel nicht. Nicht? Ich dachte. Ich trippe vielleicht nicht, aber ich trete sehr gerne. Ich glaube, dieser Batman ist doch ganz schön grummelig. Das ist der Grummel-Batman. Ich will gleich mal deine Mutter damit auf. Hat eure Mutter euch eigentlich nicht Manieren beigebracht? Man soll doch keine maskierten Männer angreifen. So. Wieder ein paar Leute aus dem Weg geräumt. So, wie soll ich sagen? Verstehe ich nicht. Immer noch nicht mit dem Greifhaken. Müssen wir mal lesen bei Gelegenheit. Scheiße, dass der Boss uns nicht in diese Kopfgeldsache einbezogen hat. Ach ja? Du denkst, Hui. Du hast das Zeug, die Fledermaus auszuschalten? Warum denn nicht? Naja, vielleicht, weil
weil er ein verdammtes fliegendes Monster ist und du bist... Ja, 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 wie bist du? Die Fledermaus ist nicht so hart. Die wurde bloß noch nicht erwischt, weil sie immer wegrennt, wenn's mal brenzlig wird. Ich frag mich, was du für Sprüche glaubst, wenn er auftaucht. Ach bitte, der zeigt sich nicht. Ich hoffe für dich, dass du recht hast. Nee, nicht immer alles zu treten. Kann ich irgendwo landen? So, wir müssen ja irgendwo in diese Richtung, wie es aussieht. Die Greifhakenbeschleunigung ist, glaube ich, aber auch so eine Sache, in der man ganz schnell einfach nur wieder den nächsten abschießt und sie hochzieht. Also schneller Hochziehmöglichkeit. Null war das Hack, ne? Genau. Ja, ob das hier irgendwo geht. Nee. Ich wollte eigentlich kein Radio hören. Nein, oh, falsche Taste, wie kommt man denn wieder zurück? Da. Erstmal die Frage, wie komme ich überhaupt irgendwo hin, irgendwo rein? Ja, ich will das ja öffnen. Also, definitiv sogar öffnen. Na, vielleicht geht's doch. Nee. Verstehe ich nicht. Ja. Jetzt geht's. Auch nicht. Ach, LMAA. Wieso funktioniert das nicht, wie ich das will? Muss ich vielleicht doch den Batarang benutzen? Nee. Sprengen? Wahrscheinlich auch nicht. Nee, nicht wirklich. Dann habe ich keine Ahnung. Dann machen wir es so. Setzen wir uns erstmal kurz hier oben drauf. Jetzt gucken wir nochmal, wir müssen auf jeden Fall irgendwie in die Richtung. Es ist immer noch zum Kotzen, also es ist nicht so einfach herauszufinden, wo man hin muss. Kartentechnisch echt der absolute Müll. Verhöre die Waffenhändler des Pinguins. Ja, wo soll ich denn wissen, wo die sind? Was ist denn das hier für eine beschissene Map, wo ich nichts anklicken kann? Wo nur irgendwas blinkt? Ich kann hier höchstens mit der Maus so ein bisschen... So, das ist eine Batwing-Abwurfstelle. Alles klar. Wow, ich kann eine Wegmarke setzen. Cool. So, das hier ist... Verhöre Waffenhändler des Pinguins. Da möchte ich genau da möchte ich hin. Also meinetwegen Wegmarke dahin gesetzt. So, jetzt sehe ich die Wegmarke. Das ist da oben. Jetzt kann ich versuchen, da hinzukommen. Irgendwie. Ohne vielleicht irgendwie ganz unten zu landen. Wir gehen einfach mal da durch. Das ist bestimmt total kuschelig hier. Ah, so funktioniert das wahrscheinlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, das ist deutlich schneller. Ah, das boostet ihn hoch. Jetzt habe ich verstanden, wie es geht. Alles klar. Da komme ich nicht einfach hoch. Dann fliegen wir noch ein Stück. Schwupp, und dann fliegt man wieder. Aber wir sind eigentlich auch schon laut dem Batman-Zeichen direkt hier, oder? Oh. Ja, ja, so fast. Ich glaube, ich war hier schon mal. Das kommt mir so bekannt vor. Jetzt gucken wir jetzt mal, ob hier irgendwas in der Nähe ist. Also. Ja, die Ausgangssperre ist in Kraft. Und die Frage ist, wo muss ich hin? Ich bin wohl als Erster hier. Hm. Ich muss eine Stelle finden, von der aus ich unbemerkt alles beobachten kann. Na, dann suchen wir mal. Das sieht doch ganz gut aus. Der Pinguin. Er weiß über jeden einzelnen Deal in dieser Stadt Bescheid. Wenn jemand weiß, wo Black Mask und seine Killer sind, dann er. Aber er ist schwer aufzuspüren. Seine Leute ziehen hier einen Deal durch. Ich bring sie zum Reden. Das Tolle ist, der Mond hilft bestimmt, sich zu verstecken. Also, ihr Kleinen, was wollt ihr denn zu Weihnachten? Ach halt, das weiß ich ja schon. Schauen wir mal, ob ihr auch fies wart, oder?
artig. Lass mich raten. Ach, er ist das, oder? Der Typ mit der Weihnachtsmütze hat wohl das Kommando. Ja, nicht mehr lange. Wo ist der ganze Rest? Oh, ganz ruhig. Wer mit uns arbeitet, arbeitet mit den richtigen Geschäftsleuten. Dann sag mal her, ich bin nicht für eine Ein Lass weg. Und direkt ruf. Schön. Zack, 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 zack. Scheiße. Jetzt oder oh, das sind ganz schön heftig hier. Gucken, dass wir mal ein bisschen hier ein bisschen rumtanzen. Da, schön die Ohren. Aus dir machen wir Kleinholz. Ist dem so. So, erstmal die Kombo. Na, kann ich nicht, weil der andere mich wieder angegriffen hat von hinten. Los da. Ah, mit mir. Komm ich dazu. Komm schon. Das glaube ich aber kaum, mein Freund. Erstmal gibt's einen schönen Uppercut. Komm nicht dazu, hier irgendwie meinen Special jetzt habe ich nicht. So, mein Freund. Und tschüss mit dir. Du bist der Anführer, ne? Komm hoch. Wer hast du dich? Erstmal dich. So, komm her, mein Freundchen. Kombo! Boing! So, dann verhören wir dich mal. Guck mal, Fuß! Danach hätte ich auch Angst vor Fledermäusen. Training. Verdammt. Ups. Mach auf. Was ist los? Mein Gott, hat der Arme. Zeit zu reden. Wo ist Cobblepot? Lass mich los! Nein. Wenn du willst. Aua. Die arme alte Uhr. Telefon. Ich hab schon, was ich brauche. Immerhin schön, kein iPhone. Du bist irre! Du bist völlig irre! Sagt der Verbrecher. Dieser SIM-Karte kann ich vielleicht den Pinguin lokalisieren. Na dann. Alfred, mein Funk ist irgendwie gestört. Kommt das von deiner Seite? Nein, Sir, nicht sie, hier ist auch. Es kommt vom nächsten GCR-Turm. Dasselbe Signal, das auch die Autonavigation des Bedrings stört. Na, großartig. Enigma. Um den Pinguin aufzuspüren, muss ich dieses Signal abschalten. Ja, ich würde sagen, bevor wir dann den nächsten Turm angehen, machen wir noch ein kleines Päuschen.